beobachtet mal Daumen rauf, Daumen runter. Ich glaube, das wird das Video mit meinen meisten Daumen nach unten, glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Und wenn nicht, dann wird es mein nächstes Video, weil das wird, glaube ich, noch viel schöner. Peace. Rückwärtsgang. Ladeklappe zu. Angeschnallt. Heizung an. Und los geht's. Wir haben heute ein Thema, nein, ich habe heute ein Thema und ich muss mich beeilen, weil es jetzt ja schon früh dunkel wird und dann wird das Bild so grieselig, so richtig fieselig grieselig. Das Thema heute, oh, das wird böse enden, glaube ich, weil mir was gegen den Strich geht und ich euch das erklären will und vielleicht auch diejenigen, die das immer so tun und immer so machen. Und ich glaube, beobachtet mal Daumen rauf, Daumen runter. Ich glaube, das wird das Video mit meinen meisten Daumen nach unten, glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Und wenn nicht, dann wird es mein nächstes Video, weil das wird, glaube ich, noch viel schöner. So ein kleiner Stich ins Wespennest. Aber auch nicht so ernst gemeint. Aber mit einem ernsten Hintergrund schon, weil es geht ums Umweltdenken. Umweltdenken von E-Fahrern und so. Umweltdenken von E-Fahrern. Warum? E-Fahrern wird ja immer die war jetzt lustig. E-Fahrer wird ja immer ja vorgeschmissen, dass sie sehr an die Umwelt denken mit ihrem E-Auto und das E-Auto ja gar nicht so umweltfreundlich ist. Grund, wie ich jetzt da drauf komme, ist, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt 1000 PS. Und das ist ein ganzer Leihwander, das ist ein Österreicher, und ist ein ganzer Leihwander Kanal, der sich halt ums Motorradfahren dreht. Da ist der Nasty Nils drin, da ist der Zonko drin. Jede Menge. Ja, ich hab einen Fauli vergessen und bestimmt noch einen vergessen, aber ist egal. Und die machen ja immer auch so Motorradtests und machen das riesig aufwendig. Die sind für mich Vorbild, weil die eine unheimlich lockere und trotzdem professionelle Art haben, die ich immer noch suche und nicht finde. Vorfahrt genommen. Und die machen das wirklich professionell, super Kameraführungen mit Drohnen und ach, also wirklich klasse. Und so möchte ich mal werden, so professionell, aber das kann ich euch gleich versprechen, das wird nichts. Und die machen ja auch immer so Reportagen über irgendwelche Messen und die waren jetzt auf der internationalen Zweiradmesse in Paris, kann es sein? Weiß jetzt nicht. Ist egal. Die Eigenmarke, glaube ich, heißt die. Schreibe mit dazu. Link von dem Video habt ihr unten. Und da werden halt immer Motorräder vorgestellt. Unter anderem auch von Vespa, also auch Roller. Von kleinen bis ganz großen Motorrädern. Vespa. Und Vespa bringt eine E-Vespa raus. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, lassen wir jetzt einmal dahingestellt. Ich finde es trotzdem irgendwie geil, das Teil. Hat halt nur 3 kW und fährt 45. Aber die fährt nicht 45, weil das die E-Vespa sonst nicht schneller kann, sondern weil es gesetzlich halt einfach so ist. Leider. Und man, da wollen sie ja jetzt, glaube ich, sogar nächstes Jahr eine Änderung machen, dass sie dann wieder 60 fahren, weil 45 durch die Stadt. Ich fahre jetzt genau 45 und hinter mir toben sie alle. Nein, ich fahre 54. Böser Focker. Ja, aber mit einem Roller mit 45 durch eine Stadt zu fahren, man, Amberg geht ja noch, aber fahren wir mal mit einem Roller mit 45 durch Nürnberg oder München oder Berlin oder Hamburg, hey, da bist du froh, dass du lebend wieder absteigst, weil du bist einfach bloß ein rollendes Hindernis. Und die haben mal das vorgestellt
Und es waren eigentlich nur negative Kommentare drunter. Oder fast nur negative Kommentare. Und es ist okay. Jeder darf seine Meinung haben und jeder soll seine Kommentare so setzen und auch negativ setzen. Überhaupt kein Thema, wenn es gerechtfertigt ist. Weil da werden halt dann negative Kommentare zum Beispiel reingesetzt, wo dann draufsteht, plus 45, da kommst du ja nicht vorwärts, dieses scheiß E-Dings, das hat nichts mit E zu tun. Es gibt ja auch welche, die sind schneller. Dann ist es verhältnismäßig teuer, aber dann hat gleich oben dieser Top-Kommentar hat gleich reingesetzt, ja, ja, und für diese sauberen E-Roller werden für die Akkus Menschen ausgebeutet und die Umwelt zerstört. Man hat einen Link reingesetzt über Facebook. Ich bin nicht bei Facebook, aber man kann es ja trotzdem über den Link anschauen. Und dann werden zwei Links im Facebook angegeben. Ein Link ist für... Der hat jetzt einfach den Hund so hochgekommen und hat den so angeschaut. Ja. Werden dann zwei Links vergeben. Einmal ist es für, glaube ich, ZDF Extra. Und das dauert so 3 Minuten, das Video. Da geht es eben um Kobalt, wie Kobalt abgebaut wird. Und es gibt einen Link über eine Seite, die für mich ein bisschen so eine Pseudo-Seite ist. Sorry. Da geht es um den CO-Ausstoß von Akkus, wenn die hergestellt werden. Das Thema haben wir schon so oft gehabt und das Thema werden wir wahrscheinlich auch noch oft haben, aber diese Unwissenheit, was dieses E-Mobilitätsthema gerade bei Zweirädern, eben bei dem Roller, so mitschwingt, das ist wirklich krass. Ja, Mobilität und auch E-Mobilität ist schlecht für die Umwelt. Jede Mobilität ist schlecht für die Umwelt. Auch wenn du mit dem Fahrrad fährst, auch ein Fahrrad muss hergestellt werden. Jetzt kommen die Carbon-Bikes, kommen immer mehr raus. Carbon ist sehr energieaufwendig zum Bauen und schlechter als eigentlich ein normales Stahlbike. Aber auch Fahrräder haben Verschleiß mit Reifen und so weiter, das muss alles hergestellt werden. Natürlich ist dieser, ja, es geht jetzt nicht bloß um den CO-Abdruck, sondern einfach, ich sag mal, um den Umweltabdruck. Natürlich hat ein Fahrrad einen ganz kleinen Umweltabdruck. Und ein Auto einen großen Umweltabdruck. Ihr wisst, ich spare auf einen Flugzeugträger, der hat noch einen viel größeren Umweltabdruck. E-Autos sind schlecht für die Umwelt. Ja, sind sie. Normale Autos sind auch schlecht für die Umwelt. Ja, auch. Das Thema geht jetzt aber nur darum, wie sehen das die E-Mobil-Kritiker? Natürlich haben die eine rosa-rote Brille auf, so wie wir auch. Und unser Thema schon ein bisschen fokussieren. Aber den E-Autos oder anzugreifen, dass sie ganz extrem umweltschädlich sind, weil eben Kobalt abgebaut wird, das in, ich glaube, Afrika war es, vorkommt, und die mit der Hand einen 45 Meter tiefen Tunnel graben oder Schacht graben, wo die das dann rausholen, giftiger Kobaltstaub und barfuß, und es bricht immer wieder mal so ein Stollen zusammen. Schlimm, tun wir nichts weg. Verstehe ich voll und ganz. Ist umweltschädlich, es werden Menschen ausgebeutet. Ja, und es ist schlimm. Kein Thema. Aber die machen sich keinen Gedanken, beziehungsweise die machen sich erst Gedanken über ein Umweltthema, wenn sie was schlecht finden. Aber ich sehe von denen keinen einzigen, der sich Gedanken darüber macht, über sein eigenes mobiles Verhalten. Und damit meine ich ein normales Auto. Ich persönlich denke, die Autos werden halt noch gekauft, weil sie billiger sind, vom Kaufpreis her. Momentan sind die Spritpreise sehr hoch, meines Erachtens künstlich aufgepusht. Es hat nichts nur mit dem Niedrigwasserstand zu tun. Aber die machen sich keinen Gedanken, dass ihr Auto, das sie fahren, ebenfalls umweltschädlich ist. Geht los mit, das Auto muss genauso produziert werden. Ja, es ist kein Akku drin, aber die haben auch zwar keine seltenen Erden, aber sie haben auch Edelmetalle, zum Beispiel in ihren Cuts. Und Edelmetalle sind auch nicht einfach so vom Acker zu pflücken.
Es ist so. Da werden auch Minen gebaut und auch gerade in Afrika werden für Edelmetalle und für seltene Erden werden, also die nicht für E-Mobilität genommen werden, sondern für alles andere, werden mit Quecksilber und mit Säure Flüssigkeit wird dann diese Höhle ausgewaschen oder rennen die barfuß rum und pflücken das Zeug aus. Es hat nicht nur was mit E-Mobilität zu tun. Seltene Erden zum Beispiel, habe ich gelesen, 66%, also zwei Drittel, das Abbau der seltenen Erde wird für Mobilität genutzt. Und zwar bevor die E-Mobilität kam. In Autos sind Edelmetalle und seltene Erden drin. Das ist halt einfach so. Da wird aber kein Wort drüber verloren. Es wird nur mit dem Finger auf der E-Mobilität gedeutet und sagen, ihr seid gar nicht so gut, wie ihr immer sagt. Wobei wir das eigentlich gar nicht sagen. E-Mobilität ist für mich persönlich nicht umweltfreundlicher als ein normales Auto. Es verlagert diesen Umweltabdruck. Auch im Rollerbereich, wenn man Zweitakter fährt, weiß man, wovon ich rede. Ich fahre selber Zweitakter oder auch einen Zweitakter. Und das, ein Zweitakter ist, ich glaube, so ziemlich das umweltschädlichste, was man fahren kann. Das ist einfach so. Du verbrennst nicht bloß Benzin, sondern du verbrennst auch Öl, damit du mit deinem kreischenden, lauten, knatternden, stinkenden Ding von A nach B vorwärts kommst. Luftverschmutzung in die Städte, ja, und das schreibt ein Kommentator eben auch, ja, wir verlagern die saubere oder wir verlagern die schmutzige Luft aus unseren Städten, damit die Luft sauber wird, dafür verrecken Leute in ihren Minen. Ja. Da tue ich nichts weg, das ist so. Aber das ist mit allen anderen auch so. Schon mal gesehen, wie Gold gefördert wird? Bloß, dass eure oder die Frauen Goldkettchen tragen können, dürfen. Soll da verboten werden. Ja? Weil das ist ja, sag ich jetzt einmal, nicht einmal sinnig für irgendwas. Als Zahlungsmittel vielleicht demnächst wieder, wenn es so weitergeht, wirtschaftlich. Aber Schmuck ist das Unnützeste, was es gibt. Und dafür wird die Natur auch ausgebeutet. Ich fahre, und das, da rede ich jetzt für mich, aber ich kenne auch viele, ich fahre E-Auto, A, weil es Spaß macht und B, weil es bis auf den Kaufpreis, wobei der nicht mehr so groß ist, der Unterschied, zum gleich ausgestatteten Verbrenner mit gleicher Leistung. Ich fahre das E-Auto, weil es einfach günstiger ist. Wenn ich jetzt sehe, Diesel kostet bei uns jetzt 1,53,9. Wenn man ein Auto 4,5 Liter braucht, der Polo zum Beispiel, den wir noch haben, der braucht 4,5 Liter. Ist günstig. Es gibt aber Autos, die brauchen 6, 6,5, 7 Liter. Und dann wird es schon reichlich teuer. Weiß ich genau, ich zahle meine 25 Cent pro Kilowattstunde. In der Arbeit zahle ich gar nichts noch. Gut, dementsprechend mache ich das natürlich auch. Wäre ja blöd, wenn ich es nicht mache. Und es gibt ja zum Beispiel Leute, die fahren Gas. Die fahren ein Gasauto. Ein Kumpel von mir fährt ziemlich viel V8 Amis und der hat, soviel ich weiß, bei seinem Cadillac jetzt, den er hat, Northstar Motor. Ich glaube, ist ein Northstar Motor. Ich glaube, ist ein Northstar Motor und der fährt Gas. Und ich kenne einige, die gerade mit ihren Ami-Autos Gas fahren. Und mal ganz ehrlich, Gas ist umweltfreundlicher als Benzin und Diesel. Warum? Weil Gas einfach weniger CO2-Ausstoß hat, Feinstaub und so weiter. Aber ich glaube, und das schmeiße ich jetzt einfach mal so ins virtuelle Cockpit von euch rein, ich glaube, dass die wenigsten Leute, wenn es 5% sind von den Leuten, die Gas fahren, das machen wegen der Umwelt. Sondern ich glaube eher, dass sie es machen, weil es günstiger ist als Benzin.
Er braucht ein bisschen mehr, aber ist trotzdem günstiger. Und jetzt sage ich das auch einfach mal so, wenn es eine Möglichkeit geben würde, günstiger zu fahren mit dem Benziner, weil die vielleicht Hundewelpen reinmischen, dann wäre euch der Umweltgedanke oder der Gedanke an die armen Hundewelpen völlig egal, weil es billiger ist. Ganz klar. Und wenn ich jetzt, ich glaube, dass die Vespa so um die, keine Ahnung, 6.000 Euro kosten wird, schätze ich mal. Vespa ist sowieso nicht ganz günstig und dann mit der neuen, schauen wir mal, vielleicht kann einer in die Kommentare schreiben, was sowas kostet. Interessant ist es für die Stadt her schon, wenn er schneller gehen wird. Teuer ist es auch. Ich habe ja einen Test gemacht über die Zero, dieses voll elektrische Motorrad. Bin auch zu einem zwielichtigen Ergebnis gekommen für mich. Nicht sagen, dass ich ein E-Freak bin und dass ich kein bisschen Benzin im Blut habe und dann ein schwanzloser Halbschwuler, glaube ich, haben es schon mal geschrieben bei mir, du mit deinem E-Auto. Bin ich nicht? Glaube ich, bin ich nicht. Vielleicht können Sie es ihr besser beurteilen als ich. Aber ich habe auch Benzin im Blut. Immer noch. Aber nicht mehr so, wie ich schon mal gehabt habe. Und wenn ich sehe, dass ein Mofa-Roller mit sagenhaften 25 Stundenkilometer schreiend vor mir fährt, nicht vorwärts kommt, einen riesen Lärm macht, eine Rauchfahne hinterher zieht, wo du denkst, da weiß ich in einer Viertelstunde immer noch, wo der rumgefahren ist, dann ist mir das lieber, wenn ich das Gleiche mit einem E-Roller mache. Und ich denke nicht, dass die Chinesen umsonst ihre Städte mit Zweitaktern gefüllt leer haben wollen und eine riesengroße staatliche Kampagne machen und sagen, Leute, wenn ihr einen Zweitakterroller habt, ihr bekommt von mir eine riesengroße Förderung, gebt das Teil her, verschrottet es und ihr kriegt von mir einen funkelnagelneuen E-Roller. Ihr müsst ein bisschen was drauf zahlen. Klar, geschenkt kriegen sie nicht. Aber sie kriegen einen ganz großen Teil zurück. Das nenne ich mal eine, in dem Fall keine Dieselprämie, sondern eine Umweltprämie. Ja? Wo ich wirklich sage, ihr habt ein uraltes Teil, ihr habt ein Diesel, keine Ahnung, mit der Euro 2 Norm oder Euro 3 Norm, gebt den doch zurück. Ihr kriegt die Hälfte von dem Auto, das ihr kauft, kriegt ihr vom Staat geschenkt und es wird jeder machen. Und so war es eben auch. Die haben die Städte, noch nicht alle und noch nicht ganz, aber sehr viele, sind auf dieses Angebot eingegangen und haben E-Roller gekauft. Und jetzt schaut mal im Internet den Unterschied an, wie es in Shanghai jetzt ausschaut. Oder in Shenyang. Wie viel E-Roller da fahren und wie die Luft jetzt ausschaut. Gegensatz zu vorher. Und ja, natürlich ist die Förderung für die Rohstoffe, eben für diese Akkus, nicht gut für die Umwelt. Bin ich absolut bei euch. Aber tut nicht so, als würde die Förderung, die eure normalen Autos brauchen, auf den Bäumen wachsen, die Rohstoffe. Nein, tun sie nicht. Im Gegenteil. Das Auto hat einen Akku, 30 Kilowattstunden Akku drin. Und da sind auch seltene Erden drin und auch Edelmetalle drin. Aber diese kann man nach dem Ableben von dem Auto oder nach dem Ableben von dem Akku zu 100% recyceln. Das macht bloß momentan noch keiner, weil es so viele Akkus nicht gibt, die momentan zurücklaufen, weil sie kaputt gehen oder weil die Autos kaputt sind. Weil sie halt noch neu sind oder verhältnismäßig neu. Ja, es gibt Akkus, die haben schon, keine Ahnung, 300.000, 400.000 Kilometer drauf. Plus, und die funktionieren immer noch einwandfrei. Ja. Die Edelmetalle, das hört sich immer so blöd an, die in den Katalysatoren von den normalen Autos drin stecken, die verdampfen. Die werden durch den Prozess in die Umwelt abgegeben.
Dann haben sie noch so Matten drin, die sich dann porös auflösen und Keramik, die sich das porös wird und sich auflöst. Und das atmen alle ein. Da geht es nicht bloß um Feinstaub und da geht es auch nicht um irgendwelche CO und Stickoxide und, sondern da geht es auch um Edelmetalle, die mittlerweile bei Straßenreinigungen in dem Wasser festgestellt werden können. Wie sich das auf den Körper auswirkt, das wissen wir noch gar nicht. Kann ja auch ganz schädlich sein, kann aber auch nicht schädlich sein. So, aber der Cut wird irgendwann einmal ausbrennen und der ist irgendwann einmal noch kaputt, nach, keine Ahnung, 100, 150.000 Kilometer. Und dann wird der weggeschmissen, weil da fast nichts mehr drin ist. Klar, weil die Dinger ausgasen. Es ist einfach so. Und da haben die Leute im Kongo, die irgendwelche Edelmetalle rausholen aus ihren schlecht gesicherten Stollen, immer wieder was zu tun. Beim E-Auto ist es im Akku drin, ja, aber dann kann ich es irgendwann mal wiederverwenden. Und ich bin mir sicher, dass wenn das Auto mal so weit ist, dass es verschrottet werden muss und auch mit dem Akku verschrottet werden muss und der Akku dann recycelt wird, dass man aus diesen Edelmetallen und seltenen Erden, die da noch drin sind, vielleicht sogar schon zwei Akkus hergestellt werden können, weil man nicht mehr so viel braucht in Zukunft. Also das soll jetzt keine große Werbung für E-Mobilität sein, weil überzeugen kann man mit sowas ganz schlecht. Aber es soll einmal ein bisschen so ein Augenöffner sein und sagen, ja, komischerweise haben die meisten Verbrennerfahrer nur Augen für die Umwelt, wenn es gegen E geht. Wenn es ihr eigenes Auto anschauen und ihr eigenen Umweltabdruck anschauen, schaut die Sache wieder ganz anders aus. Man kann sich ein bisschen was schönreden, mache ich auch. Aber ich hoffe, dass es besser wird. So, jetzt könnt ihr die Daumen nach unten geben. Oder auch nicht. 21 Minuten, boah, schon wieder sehr, sehr lang. Servus, sagt locker. Euer Fokker.